So, hi, ich bin wieder da, ich bin krank, aber ich bin wieder da. Darum werde ich auch was trinken. Nicht trinken, das auch, aber ich werde mir ein Heizungen nehmen. Ja, ich weiß nicht, wie weit ich spiele. Ich glaube, ich war 20 Sekunden, ein bisschen zu spät, ne? 10 Sekunden, also jetzt nicht krass, ne? Also jetzt von vom Countdown her, von Minuten her bin ich ein bisschen spät. Aber macht nichts. Weil ich ja mittlerweile wieder früher streamen kann, insgesamt. Nämlich um 18 Uhr meistens. Ja. Aber ich habe meine Kameras ein bisschen hoch. Ich nehme mal den Bonbon. Ich nehme mal den Bonbon. Heute machen wir erstes bei der spielen es heute durch. Ich hoffe, die Frames beruhigen sich. Das ist natürlich am Anfang vom Stream mal relativ viel. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn ich jetzt in-game bin. Damit der PC nicht so mega belastet ist, aber mal sehen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein, oder? Weil ich habe jetzt nicht viel Sachen zum Reden erstmal. Oh Gott. Ja, da wird es direkt dunkel, ne? Ich glaube, wir müssen nicht mehr allzu viel tun, ne? Wir müssen. Wir sind jetzt so relativ im Finale, ne? Ich glaube, ich muss noch die ein bisschen aufleveln. Den kann ich ja aktuell, glaube ich, nicht entwickeln. Big Dick Dino. Aber. Sonst mal sehen, ne? Crackhead sollte noch gehen. Rein theoretisch sollte Crackhead noch gehen, aber bin ich mir auch nicht komplett sicher. Guck mal, das Lilminip. Das können wir auch noch fangen. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht. Gott, sorry, ich habe wieder eine Weile nicht gespielt. Also wirklich, ich spiele eigentlich bisher nur im Stream. Darum, ja, war alles bisherige immer so. So, den haben wir jetzt auch. Ach, den hatten wir schon. Okay, dann war er aber noch nicht im Pokédex registriert. Dann müssen wir erstmal zum Professor. Lemonade dürften wir aber wirklich noch nicht haben, ne? Ja, den oder die haben wir noch nicht. Ja. Wir sind jetzt beim Finale. Man merkt's auch, glaube ich, ne? Man merkt es auch so langsam, aber sicher. Ich fange die alle mal noch. Aber ich glaube, dafür gehen wir auch mal jetzt wieder in die andere Region. Wo ist denn das? Ach, da. Ja, mit der Map weiß ich auch noch nicht, ne? Hallo, Melissa! Hallo! By the way. Das wollte ich ja nochmal machen. So, keine Ahnung, ob es funktioniert hat, aber ja. Mal sehen, wird man dann sehen, ne?
Ich hoffe, alles gut bei dir. Ich hoffe, alles gut bei dir. Hat 47.000. Ja, ich habe ja auf Twitter geschrieben, dass jetzt so ein paar Sachen ändern, welche ja generell immer. Vom Rebranding her, vom Layout auch irgendwann, aber das ist eher. Es kommt noch. Jetzt will ich erstmal Banner, Profilbild und alles anpassen. Ah, okay, bis jetzt auch Mod. Alles klar, das wollte ich machen. Ja, bei mir alles okay an sich. Also bisschen krank noch, aber ansonsten geht alles klar. Like, ich hätte wahrscheinlich heute, hätte ich jetzt wahrscheinlich noch nicht streamen müssen. Weil Sickness und so, aber like, ich bin gefühlt alle 2 Monate krank. Also neuerdings. Oder was heißt alle 2 Monate? Jetzt war es halt unlucky. Ich war halt schon im Januar krank, Ende Januar und jetzt halt so Anfang März. Dankeschön. Dankeschön. Aber ansonsten eigentlich alles gut. So, ich arbeite jetzt auch weniger. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erzählt so. Das heißt, ich habe jetzt generell mehr Zeit für andere Dinge, was schon mal ganz gut ist. Aber ja. Ansonsten so, es gibt ja trotzdem noch viele Dinge zu machen. So, jetzt egal ob stream-related oder. Oh Gott. Oder jetzt halt, keine Ahnung, vom Job her. Aber ich werde auch nicht ewig bei dem bleiben, weil, to be honest, hasse den Job, den ich habe. Aber ja, was soll man machen, ne? Entwickelt sich halt alles mit der Zeit. Das entwickelt sich. So weit weg, ja, true. Das ist true, das ist halt das Nervigste. Ich probier's mal so. Kann ob das viel bringen? Nee. Ich glaube, wir sterben. Oder? Okay, es flüchtet. Ist mir in dem Fall sogar lieber. Ist mir in dem Fall sogar lieber. Ich will einfach nur eine Female haben. Damn. Dann ist es auch noch ein toter Fisch. Irgendwo sollte hier noch eins sein, ne? Ich hoffe, wir brauchen jetzt nicht so viel Zeit zum Grinden. Like, aber halt so, jetzt so, was sich halt jetzt erstmal ansteht. So vom Job her ist jetzt erstmal alles easier. Weil sonst hätte ich eigentlich für nichts mehr Zeit, so. Aber daneben. Ich will jetzt ein neues Profilbild machen. Das ist so random. Ich hab das. Gestern habe ich das ja gesagt, ne? Auf Twitter. Dass ich mich. Also, ich habe es ja nicht mal, glaube ich, direkt gesagt, Profilbild, sondern einfach, dass ich ein bisschen Rebranding machen will. Und dann schreibt mich heute einer an. Ich liebe die Namen. kennst du schon meinen guten Big Dick Dino? Oder Water White, ja. Auch nicht der. Ja, ich hab gestern auf Twitter geschrieben, dass ich ein bisschen Rebranding machen will. Als eines meiner Ziele im März. So, ich will jetzt immer so mir Ziele setzen für einen Monat. Dass ich, keine Ahnung, alle 2 Wochen 12 Stunden Stream mache, mindestens so. Ich glaube, das ist noch das Erste, was nicht funktionieren wird. Jedenfalls auf lange Sicht. März vielleicht schon.
Aber Pfeffertchen lieb's. Das ist gut. Na, er flüchtet. Geh weg, du Affe. Aber er hat mich heute einen angeschrieben, auf Twitter auch. Er hat gefragt, yo, wie oft streamst du? Soll ich irgendwas für dich machen? Diskutieren wir gerade so ein bisschen. Wegen Profilbild. Also das ist jetzt erstmal meine Hauptsache. So Banner und so, das kann ja auch noch kommen, alles. Ob ich da bestimmt auch was vielleicht selbst machen kann, rein theoretisch. Ich habe mir auch, by the way. Ha! Ich habe mir, by the way, heute auch Photoshop runtergeladen. Und holy shit, ist die Scheiße teuer. Die Scheiße ist so überteuert. Aber damit kann ich jetzt auch mehr Sachen machen. Also, ich hatte davor immer Krita. Und Krita ist immer eigentlich. Oh, fuck you. Krita ist eigentlich immer recht gut, würde ich sagen, für normale Zeichnungen. Aber es ist halt sehr. Es ist halt wirklich Zeichnen und nicht wirklich eine Fotobearbeitungsprogramm. Also das heißt, wenn man jetzt Thumbnails machen will für YouTube oder so, ist halt auch eher schwer. Ich hoffe, der flüchtet nicht. Ach komm. Baffinada, hey! Ich stimme in letzter Zeit so inaktiv, ne? Erst wegen Arbeit, jetzt wegen krank und ich hoffe, jetzt wird es wieder normal. Und die Kamera ist, glaube ich, echt ein bisschen hoch eingestellt. Die ist mir letztens wieder ein bisschen verrutscht. Aber ja, mal sehen. So, natürlich kommt es denn dementsprechend auch immer auf den Preis an, so. Wie viel ich jetzt bezahlen müsste für ein Profilbild. Es klingt gerade vor, als würde es um NFTs gehen, aber nee. aber halt so um normale Art Commissions. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was da so der Average Price ist. Ich würde da auch immer so ein bisschen reden erstmal. Vielleicht auch vergleichen. Und dann mal gucken. Jetzt habe ich ihr erstmal geschrieben, ey. Entweder mich selbst oder ein fucking Schieber. Ja, damit wäre ich zufrieden so. Na, ich will den Künstlern ja auch immer so relativ Freiheiten geben. Weil vielleicht kommt denen auch irgendwas in den Kopf, worauf ich jetzt nicht komme so. Natürlich ist es vielleicht auch immer ganz gut, jetzt nicht, weil es einfach zu klein ist, aber irgendwann später. Jemand aus der Community zu haben, maybe der sowas macht, weil dann einfach man mehr Connection hat, so generell. Aber jetzt erstmal, so wenn mich da schon einer angeschrieben hat, für sowas, bin ich da total fein damit. Shiba. Oh mein Gott, stimmt nicht Shiba, ich. Oh mein, es stimmt. So, ich in einem fucking Shiba-Outfit. Gute Idee. Gute Idee, gute Idee. Na, mal sehen, was ich da. Oder ob sie das überhaupt machen kann, will. Vielleicht ist sie auch wirklich nur auf, keine Ahnung, Menschen fokussiert oder so. Sie hat mir zwar ein paar Beispiele geschickt, was sie so macht. Und das ist jetzt nicht komplett mein Artstyle, den ich da auf ewig haben wollen würde, aber für die erste Zeit. So, vielleicht mache ich auch irgendwann was selbst. Ich weiß noch nicht. So, diese Hansen, Halteras oder so, die sind ein bisschen alle cringe. Sind alle ein bisschen cringe. Aber damit den Shiba ist echt eine gute Idee. Das ist echt eine gute Idee.
Jetzt weiß ich nicht. Haha. Ich habe heute auch mal versucht zu zeichnen. Fairy Shiba, du. Ja, in so eine Richtung kann es auch gehen. Ich habe heute das erste Mal nach Monaten gefühlt versucht zu zeichnen und damn. Ich bin echt nicht mehr drin, ne? Ich bin echt nicht mehr drin. Ich habe auch relativ schnell aufgegeben. Eigentlich immer bei mir. Ich gebe super schnell auf. Same. Hast du auch heute probiert oder einfach das mit denen lange nicht mehr gemacht? Guck mal, das Evoli. Ach komm, Evoli. Art ist hart, true. Aber du kannst es ganz gut. Vor allem für die, ja, Masse, die du machst quasi. Du machst ja relativ viel. So, ich brauche mal Ewigkeiten, um überhaupt eins zu halbwegs zu finishen. Wobei ich mir auch überlegt habe, ob ich mir irgendwann vielleicht ein iPad oder so hole. Vielleicht liegt mir dieses Zeichnen einfach besser, weil jetzt habe ich halt diesen zweiten Monitor quasi hier. Den ich aktuell eher als zweiten Monitor benutze, als halt wirklich Tablet so. Also er hat zwar Touch-Funktion und so, also ich könnte jetzt hier, glaube ich, relativ easy irgendwas machen. Ja, genau. Aber ja. Mal sehen, vielleicht hole ich mir noch irgendwann iPad und zeichne einfach da drauf. Vielleicht brauche ich es wirklich einfach so, was ich im Mobil habe und nicht wirklich standhaft als quasi Desktop. So ein bisschen. Oder nur ein ganzer Monitor quasi. Mit viel Tränen, ja. Oh, damn. Aber immer so nach Monaten zeichne ich einmal und dann wieder monatelang nicht. Fühle ich. Ist der nicht da hier? Hier war doch ein Hytera, oder? Oh, das ist jetzt noch nicht respawned. Das wäre traurig. Das wäre ja traurig. Na, gehen wir mal da lang. iPad wirklich sexy, ja. Da habe ich auch gedacht, das ist halt wirklich so. Aber. Das glaube ich, zeichne ein bisschen einfacher, ist, wenn man das wirklich halt auch ein bisschen bewegen kann von der Position hier. Den Monitor, den kann ich halt so bewegen. Ich kann ihn so bewegen, aber halt so. Auch nur begrenzt, ne? Wozu Sneebos, wenn ich Wash Up habe? Es ist immer noch weg. Wo ist denn das hin? Oder muss ich. Wait. Oder muss ich. Ja, bis morgens machen. Ich habe das ja letztens auch gemacht. Wir werden jetzt noch nicht viel grinden. So, wir machen gleich einfach Story weiter. Ich will einfach nur. Dass ihr wenigstens Crackhead entwickelt. Dick Dino kann ich ja gerade nicht entwickeln. Leider. Weil die zu dumm sind, das richtig zu programmieren, dass es gerade aktuell mal nicht regnet. Ist immer noch nicht da, ne? Aber naja. Gott, mein Hals. Oh no. Gott, mein Hals. Sians, hier ist auch keins. Ah, doch, da ist eins. Gott. Naja, mal sehen, ne? Wie gesagt, jetzt will ich erstmal wieder einen normalen Stream-Rhythmus haben, generell überhaupt.
Vielleicht geht es ja so. Ach komm. Ist das jetzt eigentlich schon Update-Inhalt? Nee, glaube nicht. Ich weiß nicht mal wirklich, ich habe das Update nicht mal verstanden. Ach komm. Endlich. Okay, sie bringen schon relativ viel. Sie bringen schon relativ viel EP. Also, ja, was ist eigentlich in den Update drin so? Also diese Massen vorkommen, oder? Aber keine Ahnung. Ich habe es nicht so wirklich verstanden, was da jetzt speziell dran sein soll. Like. Dieser Trailer war so, ja, ich habe es auch nicht verstanden. Oh. Come on, bro. Mach doch nicht diesen. Komm, Deadfish. So. Ja, die bringen nicht so viel. Naja. Aber wirklich, der ganze Trailer war einfach. Generell das ganze Spiel. Oh, wieder falsch. Das ganze Spiel ist halt sehr repetitiv so. Also was die Story angeht, so auf das ganze Grinden später freue ich mich schon mehr. So mit dem Decksfüllen und so, aber. Story her. Also generell nicht nur jetzt die Story so an sich, sondern was man dafür alles machen muss, das Gameplay bis dahin ist halt alles sehr. Sehr boring. Und sehr repetitiv. Okay, das ist wieder da. Aber ja. Dreh dich um. Dreh dich um. Nice. Nice, nice, nice. Okay, einer. Mal sehen, ob wir den noch hinkriegen. Ich glaube, ein Level fehlt noch, bis wir ihn entwickeln können. Big Dick Dino, ja. Müssen wir halt nach der Story machen. Oder jedenfalls, wenn dieser komische Himmel hier weg ist. Ach komm, ich will doch nicht. Nein. So. Jetzt ist der wieder nicht da. Haben die irgendwie eine gewisse Zeit, bis sie respawnen? Oder was ist hier los? Ich gucke mich mal hier um. Vielleicht ist da hier noch irgendwo irgendwie was. Ich glaube, hier sollten eigentlich mehr als. Ne, hier auch nicht. Mehr als zwei sein. Ja, Schlurp. Schlurp ist jetzt nicht wirklich das, wonach ich suche. Sieht's aus, als wäre hier noch irgendwas, aber. Auch anscheinend nicht, ne? Also ich sehe jetzt nichts.
Hier, maybe? Hm. Na, generell, ich habe es jetzt schon auf Twitter geschrieben. Darum kann ich es ja nochmal hier sagen. Weil keiner auf mein Twitter geht. Aber jetzt generell, wie die Streams erstmal in nächster Zeit ablaufen, ist, dass ich jetzt erstmal die Dinge, die ich jetzt schon habe, quasi erstmal abhaken will. Das heißt, jetzt wird erstmal ein Fokus sein auf das den Scheiß hier, aber den werden wir heute beenden. Jedenfalls Story danach ist eigentlich egal, so, ne? Dann ist erstmal Hollow Knight und... Ey, du Affe. Schwarzwald dran. Dann werde ich die beiden finishen und dann ist eigentlich wieder alles locker. Ich meine, klar, rein theoretisch gibt es noch Minecraft, wo wir noch seit 3 Monaten nicht weitergemacht haben beim fucking Hardcore-Mode. Das kommt auch noch. Wobei Minecraft, da weiß ich halt nicht, wann es zu Ende ist, ne? So, das könnte rein theoretisch, wenn wir einen guten Lauf haben, könnte das ewig weitergehen. Darum, ja. Like, das mache ich auch noch. Aber... Like, Fokus jetzt erstmal auf das hier, Black 2 danach und Hollow Knight dann. Wobei ich Hollow Knight und Black 2 eigentlich gleichzeitig machen will, weil... Ja. Ich sag mal, ich kann jetzt nicht eine ganze Woche nur Black 2 machen. Oder Hollow Knight. Es funktioniert bei Sachen wie Ars jetzt vielleicht jetzt ganz gut. Aber weil es neu ist und alles, aber... So bei Spielen, die jetzt schon, keine Ahnung, 10 Jahre draußen sind oder so. Oder keine Ahnung, wie lange Hollow Knight draußen ist. Vielleicht nicht so lang, aber... Trotzdem. Vielleicht dann mache ich lieber ein, zwei Mal in der Woche. Hollow Knight. Und dann, ja, gleich auch für Black 2. Weil ich ja echt das Gefühl habe, Black 2 könnte sehr schnell zu Ende sein. Also wirklich, da was da, also ich habe jetzt auch wieder ewig nicht gespielt, was auch kein gutes Zeichen ist. Aber lief ja aktuell nicht so gut, ne? Lief ja aktuell nicht so gut. Ist wirklich überhaupt nicht gut. Mit überhaupt nicht gut meine ich eigentlich katastrophal. Wir sind echt kurz vorm Game Over, was eigentlich nicht so der Wunsch ist. Bei einer Naselock. Ich will eigentlich die gute hier angucken, genau. Und? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hätte aber auch super Bock rein, natürlich mal eine, keine Ahnung, eine Wonderlock zu machen in X, Y, Scheiße. Wobei das halt, das kann ich ja, da muss ich glaube, das ist gar nicht mal möglich so aktuell. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch Capture Cards für ein 3DS?
So. Ach, der eine ist noch. Ah. Ui, wer ist denn da? Na? So, ein halbes Level noch, dann sollten wir durch mit den Gwinden sein. Dann sind wir von den Entwicklungen durch, weil die eine können wir nicht machen, leider. Und dann ab in die Story weiter. Weil wir sind eigentlich immer noch massiv underlevelt, so. Aber ja. Ist der hier da? Okay, Hatera ist da. So, mal sehen. Klappt's? Ah! Komm. Come on. Nein! Nein! Ah! Blöd. Komm, dann machen wir halt diesen Affen. Blöder Affe, komm her. Wird auch ha. Ja. So viel dazu. Oh, komm. Komm. Gott, die Steuerung. So. So. Ich glaube echt mit den Hustenbonbons klappt es eigentlich ganz gut. Weil normalerweise sollte ich jetzt hier vielleicht nicht so viel reden, aber ist jetzt Stream, muss man irgendwie. Nein! Gott, warum ist es denn wieder Sneebos? Jesus Christ. Ist da unten? Ja, er ist wieder da. Was soll ich sagen? Das hat mich jetzt aus der Konzept gebracht. Nein, ach so. Oh nee, du Affe, geh weg. Geh weg, du Affe, ich habe keine Zeit für dich. Ich habe keine Zeit für dich. Du. Ah! Schieß mir gerade Paper ein. Ich werde noch mehr Random Chip kaufen. I mean, ich habe in letzter Zeit auch ziemlich viel random Shit gegönnt, so, to be honest. I mean, jetzt habe ich auch mal nach Monaten wieder die finanziellen Mittel, so. Also ich war wirklich, basically war ich eigentlich, ich glaube echt monatelang war ich durchgängig broke und musste immer, ach komm du Affe. Musste immer irgendwie gleich das, was ich bekommen habe, irgendwie wieder finanzieren. Oder reinvestieren quasi. Geh weg, du Affe. Aber mittlerweile geht's. Like, auch nicht für ewig, I guess. Weil ich relativ viel diesen Monat ausgebe. Leider. Aber insgesamt sollte es gehen. Mittlerweile. Oh.
Aber wirklich, wenn man erstmal Paper hat. Jesus Christus, ne? Diese Tonnenbälle sind ja so scheiße. Ich hasse Tonnenbälle! Jesus Christus! Also wer hat sich denn Tonnenbälle ausgedacht? Mann! Alter! Warum bleibt er nicht drin? Gott sei Dank! Endlich durch? Endlich durch? Ja! Haha! nee, das wollte ich jetzt nicht. Genau, so. Crack it. Let's go. Meine Güte! Meine Fremden. Oh Gott, die Kamera ist immer noch ein bisschen zu. So. Na, jetzt. Ja, immer noch, aber. Aber es geht noch. So. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir noch ein anderes Mikrofon hole, maybe. Wobei ich jetzt erstmal ein bisschen das mit den ausgelassenen Frames ein bisschen fixen soll, wobei das ja an Internet liegt. Ich versuche jetzt irgendwie doch noch LAN zu machen, obwohl das super schwer wird. Ich versuche das irgendwie die nächsten Tage zu machen. Ich weiß nicht, wie viel das dann bringt. Hoffentlich schon was. Dass ich wenigstens unter 5% bin. Jetzt bin ich gerade bei 8. Aber ja. So, ich glaube, wir können mit der Story weitermachen. Also, wir können schon die ganze Zeit, ne? Aber. Ich heile mich nochmal. Ich weiß nicht, ob jetzt hier irgendjemand Schaden genommen hat, aber. Trotzdem. Gott, ey, Tonnenbälle sind ja so scheiße. Ich weiß nicht, ob es noch bessere Methoden gibt zu leveln. Aber das sind jetzt erstmal so die gewöhnlichen quasi. Aber ja. Ich gehe nochmal zum Dorf. Ich weiß nicht, ob ich aktuell vom Rang aufsteigen kann. Probier es mal. Ich weiß nicht, ob es auch wegen der Story nicht geht. Aber ja. Gott, dieser Hustenbon lässt sich echt lange lutschen. Ich weiß, dass es gerade falsch ging. Mir egal. So, Tasche erweitern. Meine Güte. Das Item-System in dem Spiel sackt aber echt. Holy shit, ne? Das ist eines der nervigsten Dinge. Wenn nicht das nervigste. Das Inventarsystem ist so nervig. Gott. So einer dieser Dinge, die mich abhält, die alten Pokémon-Spiele zu spielen. Also die ganz alten. Ich weiß nicht, bis wann das war, aber. Ja. Sehr nervig. So. Rang 6.
Anleitung für Hyperbälle. Hatten wir denn nicht schon? So, die hätten wir schon. Und Top-Trank, okay. Ja, Tränke sollten wir vielleicht auch machen, ne? Und Beleber. Oh, hallo. Was willst du denn? Ich bin immer noch super nervös. Bei den nächsten Remakes in Black and White 2. Black and White Remakes. Nicht 2. Bin super nervös, wenn sie die verkacken, ne? Holy fuck, ich gehe auf eine Rampage einfach. Wobei ich ja eh nicht der größte Schwarz-Weiß-Fan bin, so. Ja, Schwarz-Weiß 2. Ich bezweifle, dass sie die remaken. Wenn sie schon Platin nicht machen, dann werden sie wahrscheinlich das auch nicht machen. Leider. Obwohl es die besseren Spiele sind. Also, die Spezialedition. Hier irgendwo, keine Ahnung, I guess. Wir müssen dahin. Ich habe auch überlegt, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, ne? Es gibt so manche Sachen als Videoformat jetzt. Die bieten sich auf Twitch nicht so gut an wie jetzt auf, keine Ahnung, YouTube oder so. Weiß nicht, ob ich auch einfach mal YouTube-only-Sachen machen soll, außer jetzt so auf dem Main-Channel, sondern auch wirklich so quasi wie hier. Weil manche Sachen bieten sich aber auf Twitch nicht so gut an. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Sachen würden auf dem Main-Channel auch nicht wirklich passen. Ich weiß nicht, ob ich die quasi dann auf den VOD-Channel mache, ob ich den VOD-Channel dann ein bisschen umstrukturiere. Dass da quasi auch anderer Random-Shit kommt, aber auch die Streams quasi, ob ich die Streams vielleicht einfach auf unsichtbar stelle oder wie auch immer das hieß. Nicht gelistet, glaube ich. Aber dass man die über eine Playlist erreichen kann. I don't know. Ich bin verwirrt immer noch. Ich bin immer noch, das war der biggest Plot Twist im Spiel. Sadly. Das hat mich halt echt kalt erwischt. Ich habe mittlerweile total vergessen, was er hat. Und dass er mir jetzt hier mit Traumfuge kommt, ist eigentlich nicht gut. Ja. Wir werden sowas von gewonnen. Ja. Das ist nicht gut. Hatte nicht irgendjemand hier? Okay, hat geklappt. Gardevoir. Ich mach mal so. Das sollten wir mittlerweile hoffentlich schaffen, oder? Ich meine, letztes Mal war es schon knapp. Aber jetzt haben wir halt auch komplett andere Pokémon. Aber es ist halt eher sehr anfällig gegenüber Geist bisher. Okay, jetzt wird's blöd, ne? Das ist jetzt blöd.
Eigentlich hat er jetzt gegen alle von uns was. Wir sind sehr kampfanfällig, sehe ich gerade. Holy fuck. Die einzigen, die wirklich immun sind, sind beide tot. Ja. Weg, Dick Dino, schaffst du das? Er wird ja noch zum Backdick Dino, ne? Also. Das wird noch. I don't know, Drachenpuls maybe. Ich weiß echt seine Pokémon nicht mehr. Ich weiß nicht, was noch kommt. Oh fuck! Okay, wir müssen, glaube ich, echt den ganz wiederbeleben. Einen von beiden hier. Ich glaube, wir müssen echt jemanden wiederbeleben, wenn wir können. Wir haben einen Beleber. Ja. Deadfish ist immun gegen Kampf. Oh, Jesus. Wir haben keine guten Heilungsdinger, ne? Ich trinke mal was. Oh, fuck. Oh, fuck. Schaffen wir das wieder nicht? Also wenn, dann beim nächsten Mal, ne? Aber... Nein, was? Ja, das hätte jetzt aber jeden gekillt, ne? Ja, toll. Schaffen wir es irgendwie, ihn zu vergiften? Okay. Sneebos. Jetzt ja Psycho gut. Ich kann es nicht glauben. Come on. Wie halt er wie eine Pussy. Der Penner. Kommen wir mit einem Ruckzuckhieb. Ja, kommen wir mit einem Ruckzuckhieb. Okay, das war schon schmerzhafter. Wir sind auch dann. Oh Gott, wir haben nur noch ihn. Ja, das ist jetzt hier nicht so gut, ne? Sollten wir schaffen, oder? Oh, Jesus Christ, Gott sei Dank. Ja, wir sind ein bisschen tot. Oh, fuck. Aber nur Water Wild hat es geschafft. Holy fuck. Jesus. Wir müssen echt noch ein paar Sachen erstellen. Oh mein Gott. Wir haben leider keine EP bekommen. Außer bei Water. Ja. Yeah. Nervig. Wie gesagt, Story skip ich, weil er ist trash. Ist trash. Okay, wir leben immer wieder. Kann ich noch irgendwie, maybe... Es würde sogar gehen. Einen. Wow. Einen.
Ich könnte aber ein paar Bälle herstellen tatsächlich. 10. 15. Zwanzig. Wow. Ich glaube, ich brauche wieder einen Bonbon. Warte. Warte, warte, warte. Oh, ich Idiot, ich habe das voll vergessen, dass ich das machen muss. Ich muss ja Desktop-Audio machen. Ausmachen. Jetzt hört man den Sound doppelt. Sorry. Sorry, erste Stunde war ein bisschen Doppel-Sound. Pardon. Naja. So, weiter. Ach so, ich wollte ja einen Bonbon machen, ne? Also, es hat mich voll abgelenkt gerade. Holy fuck. Die Kamera ist immer noch zu hoch. Ja, so. Tatsächlich, so geht's. Let's go. Ja. Was? Wir müssen gegen ihn auch kämpfen? Ja, okay, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Na, come on! Warum sind wir immer im Nachteil am Anfang? Ja, genau. Come on, das ist doch gescriptet alles. Da passt ihr doch drauf an. Arschloch. Wait, was für ein Typ ist der? Okay, Psychoflug. Ich dachte, warum gerade auch immer, dass er normal wäre, aber das ist ja seine normale Form, ne? I'm gonna be back in 30 minutes, alles klar. Bis gleich. Danke, 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 danke. Ich schaff das schon. Oh Gott, Relaxo. Oh fuck. Relaxo, relax. Ja, da war jetzt fucking Dingens gut, ne? Eule. Keine Ahnung, ich mache einfach weiter. Irgendwie schaffen wir das schon. Wobei es sogar noch höher gelevelt ist. Holy fuck. Ich glaube, Deadfish wird jetzt ein bisschen sterben. Ja. Oh fuck. Cracket, Sturzflug, Big Dick Dino.
Na, Pferdestärke ist halt alles ziemlich mehr gegen die, ne? Na, hier. Crackhead ist auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da Relaxo generell einfach. So ein Risiko-Tag und wir können dann sein, ne? Was? Geo, also ich glaube auch, ne? Ja, und er kann direkt angreifen. Was ist das denn? Was ist das denn? Come on. Das war nicht vereinbart. Wenn er jetzt wieder auswechselt, ne? Wenn er wieder die Scheiße macht, ne, dann ich war traurig. Sage ich, wie es ist. So, beide haben noch die Hälfte übrig. Das ist ja. Ich wollte gerade sagen, aber hey, der ist zur Hälfte. Ich weiß nicht, wie viel wir aushalten. Darum, ja. Genau deswegen habe ich lieber einen starken Angriff. Wobei ich hätte vielleicht. Naja, okay, ich hätte es schlauer machen können. Ja, ich hätte es schlauer machen können. Never mind. Ah, fuck. Schaffen wir wieder nicht, ne? Ich könnte Eisenschädel und dann Drachenpuls. Wow. Okay, es war ein Crit. Ich dachte kurz. Ich dachte schon kurz, ey, warum zieht es so viel ab? Pixie, der ist doch. Fee, oder? Das heißt, da haben wir sogar ausnahmsweise mal einen Vorteil. So, halb. Ah, ein Crit. Okay, cool. Thanks, Bro. Weißt du was, komm. Fuck you. Fuck you. Ich werde schon sehen, wir werden eh wieder gecrittet oder es würde auch so uns töten im nächsten Zug, dann darum mache ich das so. Wird jetzt wieder weiter. Ist finishen oder gehen wir wieder down? Ich glaube, wir schaffen es, ne? Weil wir können ja noch mal. Ja. Nice. So halb nice, weil wieder nur eine übrig. Ach, weiter. Ach Gott. Wie nur er levelt. Ah ja. Sind wir wiederbelebt? Ja.
So, mit Eule gehe ich diesmal nicht mehr rein, wenn da jetzt irgendwas kommt. Was ich mir vorstellen kann. Weil das war ja quasi. Die beiden waren ja quasi nur die Gatekeeper, so, ne? Darum. Ja. Was ist das denn? Achso, okay, das ist. Voltoball. Ne, Elektroball. Okay, wir müssen jemanden fangen. Nur die Frage, wen? Arceus? Giratina, Dialga, Palkia. Okay, Palkia. So, wenn sie in einer normalen Form. Hätte vielleicht speichern sollen vorher, oder? Ich weiß nicht, wie ist die Fangrate in dem Game? Boah, was ist denn der nochmal für ein Typ? Wasserdrache, ne? Ist der Wasserdrache? Raumschlag. Oh. Okay, nice. Oh nein. Wir werden gerade die ganze Zeit selbst getroffen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch uns schadet. Aber ja, ich guess jetzt werden wir versuchen ihn zu fangen, ne? Hyperbälle haben wir. 20. Mal sehen. Oh! Ist die Fangrate immer noch ganz gut? Das ehrwürdige Sinnoh gefangen. Haha. Was wird ihr los? Die Geiger gibt es ja immer noch, ne? So, by the way, unser Pokémon geheilt immerhin. Please.
Da ist es. Sam. Was jetzt? Ja, was jetzt, ne? Was jetzt? Ich meine, die Eier müssen wir auffangen, wir müssen Giratina wahrscheinlich fangen, wir müssen Arceus fangen, oder? Naja, komm, wenn die Fangrate so hoch ist, dann. So, was jetzt? Der Süßtrüffel. Gott, reden die wieder viel. Ich hasse das. Urerz abbauen kann. Gehalt wurden wir, ne? Ja. Sehr, sehr gut. Guck mal, da ist so ein Scheißteil. Das nehmen wir auch mal mit. Das ist, glaube ich, ganz gut.
So. Oh. Dachte, du wärst eher Zoe. Oh. Come Nicht die. Streckt es doch nicht noch unnötiger als es ist. Kozuki Odenpaus. Wie kannst du es wagen? How fucking dare you? Ach komm, jetzt habe ich wieder das Falsche. Jetzt wäre Eule doch mal gut gewesen. Fuck you! Ey, es ist immer das falsche Pokémon vorne. Immer. Als ob das nicht gekillt hat, the fuck. Sehr fix. Gengar, ich glaube auch. Ah, Opfer. Wann hätten wir den damit? Wann hätten wir den? Please? Sonst sind wir dann. Danke. Danke, danke, danke. How fucking dare she does this pose? Oh Mann. Ich finde es lustig, wie canon es ist, dass alle Charaktere, die wir hier sehen, außer wir selbst und der Typ aus Schwarz und Weiß, der Jotaro-Typ. Wir haben einfach alle canon gesehen, alle tot sind. Weil es ja in der Vergangenheit spielt. Diam ist tot, Perla ist tot, Professor Bommelmütze ist tot, Denboku ist tot. Alle. Welches Level bist du? 73, ich glaube auch. Kann ich mich nicht teleportieren? Ach so. Ich finde es nur sehr, sehr lustig, dass wir hier in der Story spielen mit toten Menschen.
Meine Güte. Celeste ist auch tot, alle sind tot. Lumia ist auch. War da gerade Otaro im fucking Spiegel? Kekuet, was? All dead people. Wenn wir Schwarzwald durch haben, würde ich dann wahrscheinlich auch Steiner-Diamant machen. Ich weiß nicht, jetzt irgendeine Challenge oder ob normal. Aber ja. Weil lieber spiele ich das Spiel jetzt noch relativ zeitnah als, keine Ahnung, annähernd, wenn Gen 9 rauskommt. Also ich habe jetzt nicht viel Gutes von den Sinnoh Remakes gehört. Aber ja. Lieber spiele ich jetzt noch relativ zeitnah durch. Ach, jetzt bist du wieder hier, Opa, hä? Ich brauche keiner. Beziehungsweise du brauchst keiner. Nicht für diesen Preis. So, ihr habt doch hier mit Sicherheit. Mechanische Kreissäge, was ist denn los mit euch? 20k, ich glaube auch, ne? Ich weiß immer noch nicht, was ich von Gen 9 halten soll. Ich weiß es immer noch nicht. Like. Man sieht eine Verbesserung, ja. Sieht leider wieder mega ugly aus. Ja, das ist halt. Also wenn man das mit Schwert Shade vergleicht, sehen sowohl Arceus als auch Scarlet Violet sehen besser aus. Aber es ist halt trotzdem nicht schön, ne? Und die Starter finde ich leider auch mega ugly. Schon wieder. Bei Gen 8 Starter fand ich auch leider. Eher mäßig. Ich meine, immer sieht man eine Verbesserung, aber sie ist halt relativ gering. Wenn das so weitergeht, hole ich mir nie wieder einen Puppen-Main-Titel. Verständlich. Verständlich, verständlich. Na, Melissa, da bist du ja wieder. Starter fand ich waren noch das Beste am Trailer. Ich fand eher, dass die Pokémon relativ. Also die Welt wirkt jetzt nicht wirklich lebendig, aber die Pokémon an sich wirkten lebendiger als hier. Vor allem Kroke, das ist action nice. Boah, Kroke kann ich überhaupt nicht einschätzen. Kroke finde ich sowohl nice als auch mega hässlich. Ich werde wahrscheinlich wieder den Pflanzenstarter nehmen. Wahrscheinlich. Bei dem finde ich noch so am ausgeglichensten, sage ich jetzt mal. Aber ich werde gucken, also ich weiß nicht, ob man die Entwicklung schon vor Release weiß dann.
Aber wenn nicht, dann werde ich wahrscheinlich den Pflanzenstarter nehmen. Mache ich ja eh meistens eigentlich. Was machen wir eigentlich hier die ganze Zeit? Ja, ich will doch. Bin Donald Duck funny. Ja, ich hoffe, er winkelt sich so zu Donald Duck. Ja, wie gehe ich denn jetzt hier? Oder muss ich Palkia jetzt mitnehmen? Also ich find den Fuchs noch am besten. Oder Katze, keine Ahnung. Danach wahrscheinlich die Ente, danach dieses Krokodil, was auch immer, keine Ahnung. Wobei ich alle relativ aktiv finde, um ehrlich zu sein. Wo ist Pi? Ach, da ist Pi, ja, ich bin blind. Big Dick Dino nehme ich erstmal raus. Ja, Cat ist langweilig, ja, aber es ist halt noch so. Es finde ich am unhässlichsten. So. I don't know, ich finde alle mehr. Wird vielleicht echt die erste Generation, wo ich die Starter nicht mehr im Team nehme. So. Können wir jetzt? Nice. Ah, stimmt, ich hab ja den Nightbot installiert. Stimmt. Stimmt. Da war ja was. Nö. Du Arsch. Ich habe fast nur Furry-Fanart von denen gesehen. Ja. 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 Ey, guck mal. Guck mal. Moin. Wir müssen dahin, ne? Genau. Sassy, aha. Aber I don't know. Also alles an der 9 finde ich eher so. Also, like, mich hätte es jetzt überhaupt nicht gestört, wenn das jetzt hier das letzte Game ist für die Switch so. Was Pokémon angeht, weil. Keine Ahnung, ne? Es gibt genügend andere Games. Selbst alte Games, die kann man immer spielen, so darum. Neues Wood Smash, okay. Okay. Jetzt, würde die Ente Smash. Okay, jetzt seid ihr beide sus. Jetzt seid ihr beide sus. Also, wenn ihr schon hier den Fo Katze und fucking Ente smasht, dann smash ich das fucking Krokodil. Das Krokodil smasht mich. Down bad. Nicht nur das. Downhill Enders, exactly. Exactly. Ich habe schon mega Bock, Donkey Kong ein bisschen zu machen.
Es wird dann wahrscheinlich nächste Woche. Nick hat eine Smash or Pass Liste gemacht. Bist du Gen 5? Ja. Könnte ich doch gleich Gen 6 besser 8, 9 übernehmen. So. Ich würde ja generell schon Ewigkeiten so, keine Ahnung. Listen machen. Oder Tierlisten. Wollte ich schon ewig machen. Und streamen so. You know what? Ich habe gerade realisiert, dass ich glücklicher bin, seitdem ich nicht mehr Genshin spiele. Same. Same. Wie lange spielst du jetzt nicht mehr? Ich bei dir war ja noch, dass der Dingens Pass doch neu war, ne? Keine Ahnung, wie auf Englisch heißt, Mondsegen. Working Moon. Same seit Monaten. Bei dir war es nicht mal so, dass du irgendwie Geld finanziert hast darin. Bei dir ist es keine Ausrede. Drei Tage, ja. Nice. Bei mir jetzt, glaube ich, auch schon wieder eine Woche oder so. Und selbst da vor der Woche. Aber morgen kommt schon. Ah, stimmt. Ich habe einmal den ganzen Jai-Banner, habe ich irgendwie. War ich dreimal online oder so. Ist auch eine. Die Version ist auch so fucking langweilig gerade, ne? Ey, das ist ja mit die langweiligste Version bisher. Holst du denn morgen für sie oder? Mach's jetzt nicht mehr. Ach, jetzt sind die in einer anderen Form oder was? Sam. Gar nicht schlimm, I swear. Oh fuck, wir müssen hier so. Shit. Was? Was? Okay. Junge, was ist das? Alter! Hab keine Primus, but I don't care. Fühle. Alter, was ist das? Also, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich für Ayato pulle. Ich weiß nicht, ob ich für Ayato pulle, to be honest. Ich werde kein Geld für ihn finanzieren, das nicht, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt meine aktuellen für ihn nutze. Weil ich glaube echt, das Einzige aktuell, was mich noch so maybe in Genshin gerade reinholen würde, ist entweder, wenn die nächste Version gut ist, oder Dendro. Beziehungsweise Sumeru. Selbst Dendro würde mich wahrscheinlich für eine kleine Zeit reinholen, für einen Charakter so, aber. Aua. Aber so insgesamt, I don't know. Don't fucking know. Ah, das ist nervig. Aber gerade geht's. Pock? Giga-Chat only using Jean. Nicht diese YouTube-Videos. Oh nein. Same Baiju, ja. Also wirklich Sumeru, Dendro und wenn gute Events da sind. Das ist das Einzige, was mich zurückholt. Und selbst Events und Charaktere sind da eher zeitlich begrenzt darum.
Aber ja, oh Gott, können wir endlich Big Dick Dino entwickeln dann, wenn es regnet? Ist jetzt das Ende hier oder kommt noch mehr? Weil Arceus haben wir ja noch nicht gesehen, so wirklich. Giratina auch nicht, wenn er dabei ist. Was ich mal denke. Gott, aber nee, wirklich allein finanziell war Porsche finally over. Ich hoffe. Ich habe keinen Bock mehr auf Story. Ich habe super Bock auf fucking Postgame und alles, aber darauf nicht. Ich glaube, es ist echt over, oder? Ist Arceus erst Postgame? Aber nee, ernsthaft nochmal am Thema zurückzukommen. Jetzt gerade konnte ich ja nicht so ganz wegen die Alga. Würdest du irgendwann maybe mal DBH spielen? Was ist das nochmal? Das kommt mir bekannt vor. DBH. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Oh, wir sind durch. Okay. Machen wir aber noch gleich ein bisschen Postgame. Aber ich hatte eigentlich heute nur Arceus geplant. I mean, wir können was anderes machen, Gänchen. Oder Mario Kart würde auch gehen. Oder Mario Maker, I don't know. Detroit Become Human. Ach so. I mean, gibt es das für PC? Ich kann gucken, gibt es das für PC? Become Human. War das nicht nur für PlayStation? Ah ne, es gibt es für PC, okay. Krass. Krass, krass, krass. Ja, könnte ich machen. Könnte ich machen. Es würde gehen. Ist das nicht auch so ein Spiel, wo, also ich weiß nicht, ist es so ein Spiel, wo man so Entscheidungen treffen muss? Wissen wir Life is Strange oder so? Es war neu erschienen, soweit ich weiß. Ich glaube, es gibt schon ein paar Jahre. Vielleicht ist es beim PC gerade neu. Oder vielleicht gibt es einen zweiten Teil, I don't know. I don't know, I don't know. Also ich glaube, es gab es erst auf PS4 oder so und dann PC. Aber ja. Yes, ist es eins? Okay. Gut, weil ich kenne das Spiel noch. Also ich kenne es schon, aber ich habe es nicht gesehen, so darum. Darum wär das sogar gut eigentlich. He did it. Ja. Kann ich Credits skippen? Nee, oder? Okay, sollte ich vielleicht nicht. Wäre ein bisschen respektlos, Baby. Aber ja. Aber Detroit Become Human könnte ich spielen, ja. Das Ding ist halt, bei Life is Strange, also bei dem ersten Teil, das kenne ich halt schon, ne? Also ich habe es nicht selbst gespielt, aber ich kenne es halt leider. Zweiten und dritten. Gibt doch einen dritten, ne? Die kenne ich noch nicht. Also ich kenne sie, aber ich habe sie nicht gesehen. Oder nur Teile davon. Chinese Translation, Kenny Kong. Nee, aber wie gesagt, jetzt bin ich erstmal ganz froh, dass wir Arceus durch haben. Wir machen eh noch ein bisschen Postgame und alles, aber das wird jetzt nicht mehr so ganze Streams einnehmen. Das werden wir dann ein bisschen so wie Mario Kart machen, dass wir hin und wieder einfach, wenn wir Bock haben, so in Arceus reinschnuppern.
Ich meine, jetzt, wie gesagt, jetzt erstmal eh noch Black 2, Hollow Knight. Können wir finishen. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, also Hollow Knight. Schwarz 2, mal gucken, ne, wie lange ich durchhalte. Wobei ich da auch noch grinden muss, das mache ich ja off-stream. Weil es ein bisschen langweilig war letztes Mal. Ja. Wobei das ja, wie gesagt, nächstes Mal könnte auch das letzte Mal sein. Und ich glaube echt, nächstes Mal werden wir Game Over gehen. Das Earthwork alleine sieht besser aus als alles andere im Game. Grafik-wise. Und Story-wise. Aber naja, ich freue mich auf Rose Game. To be honest. Aufs Grinden und so. Jetzt gerne schon die tollen Daily. Oh nee. Oh nee. Oh Gott. Ich weiß noch, als ich die in meinem Stream gemacht habe. Oh. Sad but true. Halt echt traurig. So, die Alga. Puh. Jetzt kenn ich. Ich weiß nicht, als ich immer im Stream gemacht habe, ist das so langweilig. Oder nicht nur Daily, sondern auch die fucking Resin Hard Teile, wie auch immer die heißen. Also okay, da gibt's ja noch Sinn irgendwie, aber trotzdem. Gott, Genshin ist eigentlich so ein gutes Spiel. Aber nur, wenn man nicht Adventure Rang 55 plus ist. Dann ist es echt nervig, wenn man nichts mehr zu tun hat und fucking Dailies macht und seinen fucking Resin ausgibt und die Events macht und sonst nichts. Vielleicht muss ich den Nightbot noch ein bisschen anders einstellen, dass er weniger schreibt. Ich glaube, jetzt macht er irgendwie nach allen 15 Nachrichten irgendwie. Dann vergehen 5 Minuten und dann sagt er sowas. Ja, Fact. Nur wenn es guten Story-Content gibt, true. Daumen auf, wenn Sumeru rauskommt, werde ich wieder spielen. Mehr, aber. Dann gibt es halt auch wieder diese Phase, wo man dann auf Fontaine wartet. Like, da können sie so viele Gebiete hinzufügen, wie sie wollen, so, like. Sie haben ja in der Summe 7 Enka noch mehr hinzugefügt. Habe ich immer noch auf 60% oder so. Oder diese eine Insel mit dem Ito-Boss. Fand ich auch so nervig mit dem Nebel. Wobei das ja immer ein Gimmick war, was ganz cool war. Aber jetzt so aktuell, ich gehe da halt nicht mehr hin, so, ne? Like, dann bringen sie halt Regionen raus, wo ich dann halt nie bin. Like, Enkanomiya, wie gesagt, 60% oder so. Aber ich wollte sie im Stream machen, aber es laggt immer. Mittlerweile auf 100, krass. Und ich muss das Event auch noch machen. Ich habe literally in der ganzen Version, ich habe nichts gemacht. Ich habe das ganze Drecks Enkanomiya Event noch vor mir. Und das dumme Dungeon Event da. Ich weiß gar nicht, wann das aufhört, by the way. Am Ende ist es schon weg, so. Hab Legend nichts mehr Spannendes zu tun. Same. Like, ich könnte mich halt jeden Tag einloggen, fucking Dailies machen, meine 60 Primus oder so bekommen, wenn ich nicht bezahle. Was nicht mal. Es ist halt nicht mal ein halber Pull so. Es ist halt nicht mal ein halber Pull. Es geht an einem Tag, though. Echt? Okay. Gibt's noch irgendwie. Ah, ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen Postgame alles, ne? Ist das jetzt schon alles Postgame? Weil Credits wurden ja schon gezeigt, aber es ist trotzdem Main Story hier irgendwie. Dungeon geht noch ein paar Tage, glaube ich. Ja, weil ich glaube, ich habe jetzt eh irgendwie. Ich kann ja mal gucken. Im Streamingplan. Genau. Nee, wo ist es? Zeitplan. Genau, ich hätte geschrieben, Mittwoch würde ich Hollow Knight machen und maybe Genshin. Darum, ja, Mittwoch. Wenn es Mittwoch noch da ist, dann. Da kommt man sogar 70 Primus. Wow, das ist ja ganz großzügig, sind sie.
Ganz, ganz großzügig. Auch kein halber Pull, aber ja. Ich glaube, das ist. Ist das Postgame? Komm, ich mach's jetzt trotzdem. Ich mach's jetzt trotzdem, ich mach's jetzt trotzdem. Ich meine, ich lese eh nichts vor, so. Ich hab's die erste. Dritte habe ich es gefühlt gemacht, aber dann hat mir aufgefallen, ey, die Story wiederholt sich. Und ja, dann. Ah, fuck, jetzt habe ich. Hold up, warte. Ich gehe nochmal zurück. Ich muss meinen Big Dick Dino zurückholen. Big Dick Dino! Ja. Warum wurde mir der Eiger jetzt nochmal? Pike angezeigt. Pike haben wir doch schon registriert. Die Alge hat doch noch gefehlt. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Aber ne, wirklich, die Version in Genshin, die gerade ist, ist ja so. Na, ich fand die 2-2 schon mega kacke. Das war ja das mit dem Child und dem Xinjiang-Event so. Oh Gott, das war auch so langweilig. Danach gingen sie eigentlich. So 2-3, 2-4. Davor waren sie auch gut, so 2-1, 2-0. Aber. Come on, so. Come on. Warte, echt alles um. Aktuell auch. Es fühlt sich halt alles so ein bisschen wie eine Filler-Episode an. Die Musik ist so ein Vibe. True, true. So, das wie man mit Washer Queen einfach so cheaten kann, einfach. Like, lesen wir mal, man braucht Sneebos nicht mal. Wenn man eh die ganze Zeit. Ach, ich hätte ja auch hier einfach. Ach, ich habe keine Ahnung, wie das Teleportsystem ist. Wenn man nicht in die Dingens gehen könnte. Im Dorf, ja, die Musik ist gut. Ach ja. Oh, er redet von Arceus. Bap, bap, bap. By the way, ich habe jetzt im Stream-Titel, seht ihr es ja auch. Ich habe so ein paar. Ich habe ja letztens den Nightbot quasi für mich gemacht, so. Der hat ja jetzt auch schon zweimal geschrieben. Wenn man jetzt so, ich habe die Commands, die wesentlichen habe ich, also ich werde noch ein paar hinzufügen, ne? Das sind jetzt erstmal so die Werbe-Commands, sage ich jetzt mal, oder Befehle. Wenn ihr jetzt hier genau ein TWT macht, dann kommt sowas hier. Mit den Twitter-Link oder YouTube. YT. YouTube geht auch, by the way. Oder IG war es, ne? Ja. Kommt jetzt zu den Instagram. Da habe ich mir einen extra Instagram gemacht, by the way. One follow, fuck you. Fuck you. Wo muss ich hin? Hier hin, okay. Wollte ich nur mal sagen, dass ich jetzt hier so den Nightbot installiert habe.
Können wir ein Elite-Pokémon oder so? Das wäre ganz cool. Not my streamer. Inciting viewer. Wie die Bäume erst spawnen. Wie das Gras nicht mehr geladen ist. Support your locals. Exactly. Oh, Elite-Pokémon, ne? Tatsächlich. Welches Level? Sechzig. Come on. Streamst du heute eigentlich, Itachi? Oh, damn. Oder eher nicht. Polly, weißt du schon, was du machst, oder? Ich meine, du hast ja jetzt auch die Capture Card. Hast ja ein paar mehr Möglichkeiten jetzt. Maybe us, yes. Nice. Maybe Marpat mit Nomi. Müssen wir auch mal zusammen machen. Ich hab's mir extra gekauft. Looking at you. Ja. Können wir machen. Oh, damn. Ich hatte es halt nicht mal davor, Sonne. So. Oh, hey. Ne, ich mach mal so und. Ha! Euer Influencer. True. Er ist sogar nur 45, okay. Das geht dann ja. Das geht ja klar. So. Oh, damn. Come on. Wie lange machst du eigentlich? Normalerweise ma Gott, normalerweise mache ich ja immer bis 21. Ja. Würde sagen, bis 21, eine halbe Stunde noch. Minis wird es ja heute auch noch nicht übertreiben, so wirklich. Minen wir jetzt Arceus durch, jetzt habe ich es eh nicht mehr so eilig damit. Also so halb durch haben wir es ja irgendwie. Dann kein Mario Party heute? Ja, wir können es bei dir im Stream machen, wenn du willst. Also wenn du willst, ne? Hat ja keinen Zwang. Ja, machen ganz in Ruhe.
Ja, morgen oder die Tage. Ja, ich würde jetzt eh wieder eigentlich jeden Tag streamen, so gut wie fast. Ich glaube, für Mario Party am ehesten wäre bei mir so zwischen Freitag und Sonntag, glaube ich. Like, die anderen Tage würden auch gehen. Aber das sind, glaube ich, so die besten Tage bei mir, jedenfalls laut Streamplan. Oder wenn, also laut bei mir im Stream. Ich kann ja auch einfach mal bei dir mitmachen, so, keine Ahnung. Wenn du streamst, kann ich auch einfach mal. Nichts. Oder muss ich zurück? Ja, ich muss zurück. Ich finde immer Zeit. Nice. Nice, nice, nice. Das Ding, ich weiß nicht, hast du schon, also ich weiß nicht, wie oft du jetzt schon Mario Party gespielt hast. Ich habe ja die älteren Teile gespielt. Es ist auch so, dass die Runden da ein bisschen länger dauern. Weil manchmal ist es ja irgendwie, dass da, keine Ahnung, die Runden irgendwie. Wobei, kann man da überhaupt so die normalen zusammenspielen oder ist es nur so Minigames? Das weiß ich gerade gar nicht. Weil die auf der Switch habe ich beide, glaube ich, gar nicht so. Oh Gott, ja, Alter. Das ist das letzte Mal vor Monaten gespielt, oh damn. Ja, ich habe mich bei den neuesten zwei habe ich ja auch gar nicht so wirklich Ahnung, was man da so machen kann. Hat, glaube ich, auch lange Runden, ja, aber es passt eigentlich. Ist eigentlich ganz gut. Was muss ich machen? Main Story mäßig. Achso, ich muss wahrscheinlich gar nicht ins Dorf, ne? Ich muss. Ja, genau, ich muss ja woanders hin. Ich glaube, ich muss den Nightbot echt ein bisschen anpassen, dass er nicht so oft was sagt. Ist auch ein bisschen nervig. Also alle. Wobei heute ist auch der Chat ziemlich aktiv, to be honest. Danke, by the way. Alle 20 Nachrichten. War ja, wie gesagt, heute relativ aktiv, ist darum. Darum ja. Mal sehen, wie lange die hier, diese Side Story, Main Story, keine Ahnung, noch geht. Weil damit werden wir heute mit Sicherheit nicht fertig, ne? Aber so generell. Ist alles Hauptmission? Oh, Jesus Christ. Oh Gott. Fange Vesperit, Turbos und Selfie. Okay, die müssen wir sogar fangen jetzt auch. Mal sehen, vielleicht schaffen wir noch einen davon. I don't know, wie lange die dauern. Vielleicht gehen die auch alle relativ quick. Ich trinke mal was. Aber naja. Aber der jetzt generell ja länger. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht so wirklich erzählt, ne? Wobei ich habe ja letzte Mal im Stream so relativ viel getalkt noch. Ich habe dann mittlerweile weniger, weil ich meinem Chef gesagt habe, ey,
Ich halte das hier nicht aus. Ist mir zu weit weg alles. Ja, darum habe ich jetzt weniger. Das Geld sollte trotzdem reichen, so. Like. Ich habe ja auch noch jetzt keine Ahnung, wie viel übrig. Jetzt habe ich mehr Zeit für Stream, generell andere Sachen und ja. Darum alles relativ pock gerade. Ja, warum kann ich hier nicht meine Scheißteile benutzen? So wenigstens Dummy hier oder so. Wer ist das? Achso, Stemboku? Okay. Das blöde Symbol war die ganze Zeit im Weg. Wieder ein Kampf? Echt? Wieder? Miss Level? Geowatz. Ah, natürlich wieder so, dass ich Hinata habe. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Wir sind underlevelt. 10 Level drunter mit ihm. Au. Können so verkacken. Oh Gott. Ja. Dann quitt auch noch. Wir quitten nicht, nur die. Wobei Ödi vielleicht echt sogar schlauer gewesen wäre. Aber naja. Natürlich Warshock will. Nein, natürlich können wir auch nicht wechseln. Natürlich sterben wir. Warum auch nicht, ne? Ich glaube, mich mal im Leben zu lassen, wäre auch ein bisschen cringe. Wäre schon cringe. Na, wenn wir jetzt... Wir werden eh verkacken, ne? Das schaffe ich hier nicht, ne. Das schaffe ich nicht. Der wird uns jetzt hier so komplett auseinandernehmen. Wir werden grinden müssen. Aber ist mir eh lieb. Ich wollte eh jetzt nicht so wirklich hier noch Post-Game-Story machen. Ich wollte eigentlich eher grinden jetzt. Hatte ich mehr Bock drauf. Werden wir jetzt auch gleich machen. Noch bis 30. Also bis 21 Uhr meine ich. Wir werden nämlich noch Big Dick Dino entwickeln. Das ist jetzt mein Ziel heute noch. Komm. Come on. So, das sollte ausreichen, oder? Ja. Eigentlich ist es eher, dass wir nicht dafür verlieren. Vor allem bei Relaxo.
Vor allem bei dem Guten hier. Ja. Ja. Was ist noch übrig? Big Boy. Big Boy. Let's go. Komm, schauen wir noch Relax. Ich habe nicht mal Relaxo. Ja. Das ist belastend. Gut, dann werden wir jetzt. Ach, hier gibt es Teleporter sogar. Okay, das habe ich nicht gewusst. Beziehungsweise vergessen. Werden wir jetzt. Wo ist dann am besten Regen? I guess hier im Sumpf, ne? Hier gibt es die Scheißteile ja eh, soweit ich weiß. Warum gibt es da keinen Teleporter? The fuck? Ach hä, jetzt doch auf einmal? Weird. Gut, dann werden wir jetzt gucken, wann hier dann gute. Regen kommt. Mal sehen. Irgendwann muss es ja regnen. Wenn nicht, dann bin ich dezent mad. Ich glaube, es regnet, oder? Ha, ja. Okay, Big Dick Dino. Wie viel brauchst du noch? Big Dick Dino braucht. Ah, er kann sogar. Er kann sich einfach so entwickeln. Er muss nicht nochmal leveln. Nice. Einfach im Regen sein, generell. Poggers. Also klar, irgendwie 52 oder so muss er, aber. Jetzt ist er ein wirklicher Big Dick Dino. Let's go. Ja, trotzdem leveln, ne? Beziehungsweise sammeln bis. Ja, wow. Gehen wir mal wieder dahin. Ich glaube. Na, gehen wir mal ganz im Süden, da waren wir auch noch nicht. Was für ein Elite-Chest-Teil war da? Ursa-Ring. Ursaring. Nein! Gott! Oh Gott, was macht er? Knuddler? Ach komm. Ach komm. Warum One-Hit nehme ich denn immer sofort?
The fuck? Was ist das denn für eine Animation? Sag mal, wie sieht er denn aus, wenn er sich so... Wie viele wird's noch töten, Big Boy? Also nicht du, Big Boy, sondern... er. So. So, so, so. Items. Hyperball. Let's go. Das sollte doch klappen, oder? Ja. Hell yeah. Deine Tasche ist voll. Ja, toll. Warum ist meine Tasche wieder voll? Ich hab's Inventar doch erweitert. So. Bei Chirizo haben wir noch nicht, ne? Das ist auch nur Level 40, okay. Das heißt, es sollte machbar sein. Eigentlich. Eigentlich sollte es machbar sein. Nice. Nice, nice, nice. Guck mal, wer ist denn da? Ist Superballs. Let's go. Ach, okay, die haben wir schon ein bisschen. Das? Oh, eine Pflanze. Königsblatt, ich glaube, es geht los. Müssen wir auch noch fangen. Ach komm. Let's go. So, bitte, wer hat gefangen? Nice.
Nice, nice, nice. Ui. Den haben wir noch nicht, ne? Oder? Ne, haben wir noch nicht, okay. Nice, nice, nice. Ist das jetzt hier? Okay. So, bald ist das dann ganz auch durch. Mal, vielleicht schaffen wir den hier sogar mittlerweile. Das wäre ziemlich Pock. Da ist der Pock. Come on. Okay, nicht bitte. Danke. Aua, du sollst mich auch nicht killen. Knecht. So, bleib dran, bitte. Nice. Nice, 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 nice. Gott, ey, ne. Das fucking Inventar. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Wollte ich hin, genau. Ja, dahin, genau. War das hier nicht der Ort, wo man Dingens fangen kann? Schillast? Ja, nice. Von denen haben wir halt schon ein paar. Ich gucke trotzdem mal, ob da noch was anderes ist. Ne. Genau. Gehen wir mal nach oben. Au. So. Ich glaube, der wird killen, oder? Ist ja vierfach. Ist
die Sache. Okay, es war perfekt. Mit Tempo war es perfekt. Dann ist ja gut. Nice. Nice, nice, nice. So, mein Guter. Okay, Jan Mega haben wir schon. Das heißt, den können wir irgendwie ignorieren. Oh. Togepi, okay. Ich mach einfach mal nur so ein. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, den würden wir echt killen. Weil einfach so. Ja, er ist halt nicht entwickelt, ne? Ja, okay, jetzt mit der Offensivkraft. Luftschnitt, hält er das aus? Oh, komm. Come on. Er hält sogar eine Menge aus. Den mach ich doch nochmal so. Oh fuck, ja. Den mach ich das doch nochmal so. Und dann hier. Hyperball. Nice. Nice, 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 nice. Tasche ist voll. Aber so kann man auch ganz gut leveln eigentlich, wenn man diese Bonbons die ganze Zeit bekommst. Okay, sie bringen jetzt nicht viel, aber auf die Masse gesehen. Sind doch ganz cool. Ist ja cool mit dem Sonnenuntergang hier. Oh, guck mal. So. Wie bekämpft man die denn, wenn die in der Luft sind?
Komisch. Naja, ignorieren wir den mal. Gucken wir noch das andere Gebiet hier an. Wobei das Stream jetzt eigentlich vorbei sein sollte, ne? Eigentlich. Würde bis 21 machen. Jetzt ist die 59 schon. Na gut, dann machen wir Schluss. Gucken wir uns das nächste Mal, wenn wir Aste spielen, irgendwann mal, keine Ahnung. Zwischendurch. Gucken wir uns jetzt noch die anderen Gebiete an und grinden ein bisschen. Dexter-Vollständigung und alles. Super. Speichern wir mal. So. Ejo, ich meinte hier. So, nice. Nice, 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 nice. Oh. Ah, Gott, ich bin Stream echt nicht mehr gewohnt. Ich habe seit 5 Tagen nicht gestreamt, dann habe ich einmal gestreamt und dann habe ich da wieder 5 Tage davor nicht gestreamt. Oh, war das. Ja, war aber eigentlich ganz gut. Morgen dann voraussichtlich. Mal gucken. Ich habe es heute erst geplant, ich habe schon wieder vergessen. Werden wir dann. Where is it? Where is it? Ach ja, genau, Stardew. Oh, da habe ich Bock. Das haben wir auch wieder lange nicht gemacht. Naja, dann würde ich jetzt sagen, bye bye. Wir sehen uns morgen bei Stardew. Und ja, dann euch jetzt noch einen schönen Abend, schrecklichen Nacht und ja, viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Ich bin jetzt erstmal raus. Ich muss was trinken. Viel Spaß noch. By the way, falls mit Tachi nachher streamt, schaut bei ihnen vorbei. Kuss. Ja, ciao. Bye, 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 bye.